werden heute noch mehr hören und da freue ich mich besonders. Heute Enrico Conning, Mitglied des Deutschen Bundestags, parlamentarischer Geschäftsführer in der Bundestagsfraktion, Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft, stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft und Mitglied der Ostsee-Parlamentarier-Konferenz. Hallo Enrico. So, ich stecke das mal hier so rein. So, ich rede ein bisschen lauter als alle anderen. Deswegen glaube ich, versteht man mich auch mit gestecktem Mikrofon. Ja, so ist gut. Ja, hallo Anklam. Ich freue mich heute wieder hier in meinem Wahlkreis bei euch zu sein. Hallo Thomas! Ich möchte mich zuerst bedanken. Ich möchte mich bei euch zuallererst bedanken, dass ihr in doch gehöriger Menge hier heute auf dem Marktplatz zusammengekommen seid, dass ihr aus nah und fern zusammengekommen seid. Ich habe Leute aus Anklam gesehen, ich habe Leute von Usedom gesehen, ich habe Leute aus Vorpommern-Rügen, von der Insel Rügen gesehen, ich habe Leute sogar aus Schwerin gesehen und das ist gut so, dass das ganze Land hier zusammenkommt, weil wir wollen hier Einigkeit demonstrieren und das tun wir hier heute. Mein zweiter Dank geht an den Kreisverband Vorpommern-Greifswald. Ich habe Schuwi, unseren Kreisvorsitzenden, darum gebeten, ob nicht der Kreisverband Vorpommern-Greifswald eine Demo machen kann. Denn ich habe nach Brandenburg gesehen, ich habe nach Sachsen gesehen. Überall gehen die Menschen wieder auf die Straße und vor allem gehen sie mit der AfD auf die Straße. Und das ist auch gut und richtig so. Denn die AfD ist die einzige politische Alternative in diesem Land. Mein dritter Dank gilt der Polizei und den Ordnern, die sich hier heute bereitgestellt haben, uns zu schützen und die notwendigen Auflagen zu erfüllen. Ein Riesenbeifall für die Polizei, die da ist, um uns zu schützen. Und liebe Freunde, nicht zuletzt, mein vierter Dank geht an meinen lieben Kollegen und Bundestagsabgeordneten Tino Chrupalla. Tino, ich freue mich wirklich sehr, dass du den weiten Weg nicht aus Sachsen, sondern Tino kommt aus Rheinland-Pfalz, nämlich aus Mainz, dass du diesen langen Weg hierher gemacht hast, um hier heute uns beizustehen. Vielen Dank, dass du da bist. Liebe Freunde, Deutschland ist auf dem Weg in den Niedergang, regiert von einer Clique, die sich die Taschen voll machen auf Kosten der fleißig arbeitenden Menschen. Vor einer Woche haben wir als AfD-Bundestagsfraktion eine Aktuelle Stunde zu den maroden Zuständen im Habeck-Ministerium erwirkt. Denn was Habeck da in der Bundesregierung treibt, ist beispiellos in der bundesdeutschen Geschichte. Wir, liebe Freunde, wir und nur wir, die Alternative für Deutschland, sprechen dies an. Noch nie hat ein Bundesminister derart schamlos eine pure Vetternwirtschaft installiert, wie dieser cholerische, ahnungslose Kinderbuchschreiber, Nichtswisser und Wirtschaftszerstörer Habeck. Und, liebe Freunde, noch nie konnte eine korrupte Lobbyorganisation über Verwandtschaftsverhältnisse derart direkt auf eine der wichtigsten Institutionen der immer noch viertgrößten Volkswirtschaft zurückgreifen. Über den unseligen Staatssekretär Greichen und seine Anverwandten herrschen nun mafiöse Strukturen im Wirtschaftsministerium, deren Strippen von Milliardären in London und Toronto und vermutlich auch von US-Mega-Heuschrecken wie BlackRock gezogen werden, von denen vermutet werden darf, dass auch der scheinoppositionelle CDU-Chef Friedrich Merz seine Anweisungen erhält. Deutschland ist Opfer von Habecks Clankriminalität im Wirtschaftsministerium geworden.
Was macht die größte Oppositionsfraktion im Bundestag? Die CDU-CSU-Fraktion. Sie spielt das Spielchen mit. Kein lauter Aufschrei, nur ein leichtes Du-Du während der von uns im Bundestag angestoßenen Debatte. Die Missstände im Wirtschaftsministerium haben eine Dimension angenommen, dass schon der Rücktritt Habecks allein nicht ausreicht. Der Bundeskanzler, die ganze Bundesregierung müsste sofort ihren Hut nehmen. Liebe Freunde, gerade in dieser Woche ist die Polizei europaweit mit einer Razzia gegen italienische Mafia-Organisationen vorgegangen. Über 100 Haftbefehle wurden vollstreckt. Ich wundere mich leider nicht im Bundeswirtschaftsministerium. Liebe Freunde, nicht alles war früher besser, aber wir hatten politische Propheten wie Franz Josef Strauß, der schon 1986 sagte, Irren ist menschlich, immer Irren ist sozialdemokratisch. Und der die Frage stellte, bleiben wir auf dem Boden bürgerlicher Vernunft und ihren Tugenden oder steigen wir in das bunt geschmückte Narrenschiff Utopia ein, in dem Grüne und Rote die Rolle der Faschingskommandanten übernehmen. Liebe Freunde, Deutschland ist in dieses Narrenschiff eingestiegen. Und es ist unsere Aufgabe, unser aller Aufgabe, dieses Schiff zu wechseln und das Narrenschiff endlich abzuwracken. Denn sonst ist ein totaler Schiffbruch nicht mehr zu vermeiden. Wir müssen mit diesem ganzen religiös daherkommenden Klimafundamentalismus aufräumen. Und das werden wir, wenn ihr uns stark macht. Liebe Freunde, Deutschland und seine Bürger müssen endlich wieder in die Lage versetzt werden, freien Lebensunterhalt zu verdienen, den in Jahrzehnten aufgebauten Wohlstand zu erhalten und zu mehren und nicht die Hälfte des Verdienstes an den Staat und linke Trittbrettfahrer abgeben zu müssen. Der Steuerzahler-Gedenktag erjährt sich dieses Jahr wieder am 13. Juli. Erst ab dem 13. Juli arbeiten die Bürger für sich. Mehr als die Hälfte des Jahres arbeiten sie für den Staat. Das, liebe Freunde, muss aufhören. Das Abzocken derer, die unsere Wirtschaft noch am Laufen halten, muss endlich aufhören. Der Staat hat sich aus dem Privat- und aus dem Wirtschaftsleben zurückzuziehen. Und die Politiker müssen endlich begreifen, dass in einer Demokratie nicht sie es sind, die bestimmen dürfen, sondern dass ihr es seid, dass ihr den Politikern einen Auftrag erteilt habt. Das Volk ist der Chef, nicht die vom Steuerzahler überzahlten Regierenden. Und es sind auch nicht die von den geförderten Lobbyisten und mit den Steuergeldern vollgestopften Nichtregierungsorganisationen. Deshalb, liebe Freunde, treten wir als AfD für einen freiheitlichen Staat ein, einen Staat, der den Bürger ihr schwer verdientes Geld lässt und nicht einkassiert, um sich hinterher für die große linke und unsoziale Umverteilung feiern zu lassen. Wir treten für einen Staat ein, dessen Priorität in der Hilfe der eigenen Bedürftigen, der Schwachen, des eigenen Volkes liegt und der nicht die ganze Welt retten will, indem er sich als Weltsozialamt aufspielt. Deutschland, meine Freunde, ist nicht das Weltsozialamt. Und sollte die AfD, und das wird sie, da bin ich sicher, in Zukunft in Regierungsverantwortung kommen, wird es unsere Top-Priorität sein, Energie wieder bezahlbar zu machen, indem die Energiewende zurückabgewickelt wird. Wir werden eine Wirtschaftspolitik für die kleinen Betriebe, für den Mittelstand und das Handwerk machen, indem wir sie nicht zur Melkkuh des Staates machen und indem wir sie tatsächlich technologieoffen fördern. Und wir werden es nicht zulassen, dass Brüssel weiter in die Interessen Deutschlands hineinregiert. Thank you.
werden nicht weiter die europäische Auffangstation für Wirtschaftsflüchtlinge aus der ganzen Welt sein. Und wir werden wieder Recht und Ordnung in diesem Land herstellen. Klimaterroristen und ihre kriminelle Last Generation Kumpane gehören vor Gericht und nicht in eine Talkshow, das leider immer noch gebührend wird finanziert, öffentlich-rechtliche Rundfunks. ARD und ZDF sind zu einem politischen linksgrünen Wasserträger der Regierungsparteien verkommen. Die Tagesschau, ihr wisst es alle, ähnelt immer mehr der aktuellen Kamera. Wir wollen einen neutral berichtenden Rundfunk, der alle Positionen widerspiegelt und den Bürger nicht manipuliert, sondern aufklärt. Deshalb fordern wir Rundfunk statt DDR-Fernsehen. Und liebe Freunde, wir werden anfangen, wieder Politik für unsere Landsleute, für die hart arbeitenden Menschen in unserem Land, für die Mehrheitsgesellschaft zu machen. Das bedeutet zuallererst deutlich günstigere Energie, damit hier überhaupt etwas weitergeht. Energie in Deutschland ist inzwischen 5-mal so teuer wie in den USA. Die Energiewende, der Ausstieg aus Kern- und Kohlekraft, der ganze Windkraft-Blödsinn, sorgen dafür, dass unsere Industrie massenhaft abwandert. Und das ist es. Das ist es, was die Regierungen machen. Sie machen nicht Politik für das eigene Volk. Sie verletzen ihren Amtseid, indem sie die Deindustrialisierung Deutschlands vorantreiben und den Mittelstand und den Wohlstand vernichten. Das, liebe Freunde, dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Und Enrico, mein Vorredner, hat schon gesagt, kaum wird die Wärmepumpe in Deutschland zur Pflicht, übernimmt ein amerikanischer Investor den größten deutschen Wärmetechnikproduzenten. Die da drüben in US-Amerika, die lachen sich kaputt über Deutschland und verkaufen uns dann gleichzeitig ihr überteuertes und dreckiges Fracking-Gas. Das ist die wahre rot-grüne Energiepolitik, Umweltzerstörung und Wohlstandsvernichtung. Wir müssen jetzt wieder in die Kernkraft einsteigen. Jedes Kernkraftwerk, das noch betriebsfähig ist, wieder hochfahren, in die Forschung wieder einsteigen. Bis dahin und darüber hinaus muss der Kohleausstieg gestoppt werden. Und so, was der Kampf in Gasabsatzmärkten führt, sehen wir tagtäglich in der schrecklichsten Form in der Ukraine. Der Ukraine ist ein Stellvertreterkrieg zwischen Amerika und Russland, auf Kosten der Ukrainer und der Europäer. Wir sollen ihn bezahlen und ausbaden. Der Ukraine-Krieg, liebe Freunde, ist aber nicht unser Krieg. Deshalb haben wir uns da rauszuhalten. Die Waffenlieferungen müssen umgehend gestoppt und diplomatische Friedensverhandlungen aufgenommen werden. Die Menschen müssen endlich wieder aufwachen und erkennen, dass es roten, grünen und ja, auch der Union mit ihrer schon vor dem Ukraine-Krieg durch Angela Merkel eingeleiteten Energiewende in Wahrheit nicht ein bisschen um eine ominöse Klimarettung geht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass irgendwer wirklich glaubt, dass mit unseren sogenannten Klimazielen Deutschland auch nur 1 Promille der Erderwärmung aufhalten werden kann. In China gehen jede Woche, liebe Freunde, 2 Kohlekraftwerke ans Netz ohne Emissionsauflagen. Wenn Deutschland seine sogenannten Klimaziele bis 2030 erreichen würde, würden wir bis 2042 in 12 Jahren so viel CO2 einsparen, wie China in nicht einmal 6 Monaten in die Luft bläst. Und wir halten uns hier mit einem Emissionshandel auf, der wohlstandsverwahrlosten Großstädtern das Gewissen erleichtern soll, wenn sie mit ihren großen SUVs steigen und ihre Fridays for Future-Kinder in die Schule fahren. Der Handel mit CO2-Zertifikaten ist nichts anderes als ein moderner Ablasshandel. Und eigentlich ist es noch viel schlimmer, denn CO2-Zertifikate sind handelbar und eröffnen dem amerikanischen und chinesischen Spekulanten wunderbare Gewinnmöglichkeiten. Meine Damen und Herren, die Klimareligion, diese
Ersatzreligion ist am Ende nur ein Vehikel, um die Menschen einzulullen und auch um in Zukunft eine Einschränkung der Freiheitsrechte rechtfertigen zu können. Corona, liebe Freunde, war nur der Probelauf, wie weit Menschen mitgehen mit der Einschränkung ihrer Grundrechte. Corona war nur ein paar Jahre. Klima haben wir immer. Mit uns und nur mit uns wird es keine Einschränkung von Grund- und Freiheitsrechten wegen irgendgearteter Klimarettungen geben. Und der Staat greift auch immer mehr in die Eigentumsrechte ein. Mit dem befohlenen Heizungsverbot und dem europäischen Sanierungszwang werden Immobilienbesitzer enteignet. Das muss man sich mal vorstellen. Das Geschlecht darf man sich künftig jedes Jahr neu aussuchen, aber seine Heizung nicht. Liebe Freunde, Menschen, die ein Leben lang für ein lastenfreies Eigenheim gespart und gearbeitet haben, soll nun vorgeschrieben werden, was sie mit ihrem Eigentum machen sollen. Das ist Enteignung durch die Hintertür. Zu wenige wissen das bisher. Die AfD steht für die Gewährleistung des Privateigentums und übrigens auch für den Erhalt des Bargeldes ohne Beschränkungen. Privateigentum und Bargeld gewährleisten die persönliche Freiheit, in die der Staat nicht einzugreifen hat. Die Unternehmen bekommen Scholz, Habeck und auch Lindner mit ihrer sogenannten sozial-ökologischen Transformation klein. Es ist ein harmlos klingender Begriff für die schleichende, aber systematische Abschaffung der sozialen und freien Marktwirtschaft und deren Ersetzung durch eine staatlich kontrollierte Wirtschaftsordnung. Liebe Freunde, das hatten wir schon mal. Durch Gesetze werden künstlich sogenannte grüne Märkte geschaffen. Unternehmen werden durch Verträge mit dem Staat Ausgleichszahlungen für die höheren Kosten klimaneutraler Produktion gewährt und damit an den Staat und seine korrupten Entscheider in den Ministerien gebunden. Wir wollen die freie soziale Marktwirtschaft erhalten, so wie sie Ludwig Erhard erfunden hat. Freiheit für die Wirtschaft, für Mittelstand und Handwerk. Dafür stehen wir. Ich komme schon zum Schluss, liebe Freunde. Es ist ja auch kalt, eine steife Brise weht hier oben im Norden. Lieber Tilo, daran wirst du dich künftig gewöhnen müssen, wenn du wieder zu uns kommst. Liebe Freunde, diese Regierung ist ein einziges Schurkenstück. Ein Schurkenstück, dessen lange Vorgeschichte die CDU-Regierung von Angela Merkel ist. Sie, die CDU und die CSU, haben das eingeleitet, was jetzt die Ampelregierung vollenden wird. Durch Regierungsparteien, die sich einer terroristischen Vorfeldorganisation wie der letzten Generation bedient. Dies müsste eigentlich in einer liberalen Demokratie undenkbar sein. Und dennoch, Franz Josef Strauß hat diese Entwicklung vorhergesehen. Es ist unser aller Aufgabe, zu Freiheit und zu Demokratie zurückzukehren. Es ist Zeit, dass wir uns wieder um Deutschland kümmern. Wir sind nicht dazu da, die Welt zu retten. Wir sind nicht dazu da, die Kriegsspiele von Großmächten zu unterstützen. Wir müssen unsere eigenen Interessen vertreten und dazu brauchen wir Ihre aller Hilfe. Stärken Sie uns, stärken Sie politischen Sachverstand und Freiheitswille. Nur mit der Alternative für Deutschland bleibt Frieden, Freiheit und Wohlstand erhalten. Vielen Dank, dass Sie alle da sind.